Also ich habe früher mal eingepackt, jetzt glaube ich seit ein paar Jahren nicht mehr. Das macht jetzt meine Frau. Von daher mal gucken, wie wir uns schlagen. Ja, durch die zwei Kids, die ich jetzt habe, muss ich ab und zu auch mal ein bisschen helfen, einpacken. Deswegen bin ich ganz guter Dinge, dass wir das können. Was bringt euch heute den Sieg bei der Challenge Geschenke verpacken? Die Schwäche der Gegner. Ich hoffe, dass der Clement gut einpacken kann, weil ich bin nicht so affin da drin. Was für das Auto. Guck mal, der. Ja, ja. Ist okay, ganz genau, bitte. Ganz genau. Hier, was willst du denn zuerst einpacken, Timo? Den Ball? Machen wir ein Geschenk? Bonbon, ne? Bonbon. Nee, kann ich nicht, aber. Guck mal so. Du darfst nicht so feste reißen, du machst alles kaputt. Guck mal, das ist doch super. Da tue ich mir einen Finger so. Auch nicht so wenig. Ja. Ah, jetzt müssen wir schon mal da sein, ne? Machen wir das so. Ja, das sieht geil aus. Ne? Du machst es echt gut, ne? Du machst es schon gut. Meinst du, das hält? Hast du das gesehen? Hä? Das sieht schon geil aus, ne? Tuki, sei ehrlich, guck mal bitte. Ich hab noch nie so ein Geschenk verpasst. Guck mal, wenn wir das so lassen. Aber ich guck nur, sieht was am besten aus, ne? Passt. Oder? Nee, warte mal, warte mal. Machen wir nur einen Teesaft. Oh, das ist leer. Nee. Das ist kaputt. Guck mal jetzt kurz. Rot oder Gold? Gold. 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 Bleib nicht stehen. Das ist nichts. Dankeschön. Ja, dann machen wir neu. So oder so. So, ne? Ist immer so. Bin da noch nicht mal so. So. Wenn ihr fertig seid, seid ihr fertig. Dann dürft ihr nicht mehr bei uns gucken, aber ne? Oh, falsch rum. Ja, Tiki, yeah. Der benutzt es hier an. Hier, halt mal fest. Ja. Ich brauche auch ein bisschen Platz irgendwie am Tisch, so, ne? Aber. Warte mal. Ja, guck mal, das ist doch schon viel besser. So, ah ja, klar, so. Dann hast du hier noch so ein Ding. Dann musst du die so inklappen. So irgendwie. Ja, das ist super. Welche? Lass mal. Ja. Und so gute Ideen. So, ja, also nach der Karriere weiß ich was. So. Kommt ihr voran? Ja. Sieht auch schön aus. Sieht gut aus, ne? Ja. Guck mal, hier sind auch noch zwei kleine. Vielleicht besser. Mir ein Vögelchen gezwitschert. Oh, jetzt kommen die Socken. Die wünsche ich mir übrigens auch zu Weihnachten, ne? Erik. Das eigentlich so. Ja. Ich sag das jetzt nochmal, damit es keiner hört. Wir können auch einfach das Papier umdrehen. Ja. Dann haben wir den Scheiß halt aus. So. Weil du die Kopf ist, ne? Du hast das von der Pinkstadt reichen, oder? Nee, das reicht, glaube ich, anders. Schön. Ja. So was. So Dinge haben. Die hier? Ja. Hier, ne? Muss man mit offenen Augen durchschieben. Du denkst, ja, ich kann gar nichts, gell? Und das würde ich nie sagen. Kann man noch was? Nee. Das Flache sieht man sonst gar nicht, ne? Ich hab's ja so, Leute. Dann macht den Zimt, das Zimtding noch so ein bisschen rüber. Hallo! Fast nicht. Ich würde beides nehmen. Wir sind voll und ganz zufrieden.
Wir haben alles gegeben, waren sehr kreativ, haben eine kleine Weihnachtsfamilie erstellt, die sich auf Weihnachten freut. Und ich würde sagen, es ist schon sehr gelungen. Ich denke, wir sind sehr zufrieden. Wir haben die Geschenke sehr ordentlich eingepackt, als hätten wir nichts anderes gemacht die letzten Jahre. Und ja, das Gesamtbild, das passt. War nicht ganz so einfach teilweise. Ich habe mich ein bisschen schwer geduldet bei dem hier, aber der Zuki hat mir gut geholfen. Und ich glaube, wir waren ein ganz gutes Team. Also Leute, wer hat es schöner, wer hat es besser gemacht? Schreibt uns einfach in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, dass wir es besser gemacht haben. Und frohe Weihnachten und bis bald wieder.